der Sammelbezeichnung Souvenir firmiert. Sportmann Werner Krause ist der Verantwortliche für Souvenirs hier im Club und er ist so freundlich, uns jetzt die gebräuchlichsten vorzustellen. Am beliebtesten ist bei den Männern selbstverständlich das Glas. Darüber hinaus kommen dann die Wimpel. Wie viel werden verkauft von den Gläsern und wie viel von den Wimpeln? Von den Gläsern im Jahr 30.000 bis 40.000. Wimpeln langen wir bei 60.000 an. Sind immer ausreichend da? Da gibt es Versorgungslücken, weil der Lieferant nicht in der Lage ist, unseren gesteigerten Wünschen stets nachzukommen. Was kostet ein solcher Wimpel beispielsweise? Ein solcher Wimpel kostet 15 Mark. Die sind nicht allzu breit im Handel. Mehr sind die 5 bzw. 6 Mark Wimpel gebräuchlich und bei den Käufern sehr beliebt. Ja. Wir haben hier noch einen Wimpel mit Mannschaftsbild. Mhm. Das ist derzeitig gerade anlässlich unseres Jubiläums von besonderer Bedeutung. Apropos Foto, was kostet ein Häfner, so wie er dort liegt? Vielleicht können Sie der Häfner und auch die anderen Spieler kosten das Bild 1,50 Mark. Und gehen die auch? Außerordentlich stark ist die Nachfrage auch hier. Kann man auch da eine Zahl ungefähr nennen, wie viel verkauft werden? Wir verkaufen davon im Jahr ca. 10.000. Die Dresdner und andere Dynamo-Anhänger bekommen ihre Mannschaft ja bestenfalls jede Woche einmal, die meisten nur alle 14 Tage zu Gesicht. Ihre Verehrung aber ist eine permanente, nicht ans Wochenende gebundene. Was also tun? Man nimmt sich ein Stückchen Dynamo mit nach Hause, stellt es in die Vitrine oder hängt es ins Auto und freut sich darüber. Nur ebenso. 30.000. Und was machen die Kinder damit? Ja. Die Frage stellen wir uns auch immer wieder. Sie nähen sie sich auf ihre Jassais. Aber ich habe mitunter auch die Schals werden damit bestickt. Und dann wird wahrscheinlich ein reger Austausch damit vorgenommen mit anderen Clubs. Ja. Mhm. Ja, selbst bis ins Ausland hin.